Yo, ja. Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Jordi. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Morgen, ja, schön. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Ja. Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Der Informant hat was von einer Gang gesagt. Vorsicht, die Penner spielen nicht fair. Drücken Sie V oder nicht einfach sicher zu Hause spielen. Hier ist jetzt so ein bisschen sneaky alles, ja. Das Licht ist immer da. Ja, erster Fail. Der hat ja lange auf sich warten lassen. Wenn jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Der Informant hat was von einer Gang gesagt. Vorsicht, die Penner spielen nicht fair. Können die Typen nicht einfach zu Hause spielen? Hier auf die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben 2 Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spusi. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen der Stadion. Roger, the pole now by Jorge. Viel Spaß beim Durchsuchen, ne? Ich habe die Karte zu spät gesehen, auf der markiert ist, wo in welche Richtung die auch gehen sollen. Okay, man kann auch klettern. So ein richtig kleines, schönes Tutorial. Drück Y, ja, mach ich. Das bekomme ich dann. Achso, damit wir rausfinden, was wir hacken müssen, okay. Und jetzt, das finde ich mega cool, können wir uns so durch die Kameras bewegen. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Und hier alles abchecken. Ich kann der Viceroy in der Bib lauschen. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komme hoch. Mit den Kameras dann auch. Mach mal halblang, Speedy, wir brauchen dich da unten. Pass auf, das ist mega, also ich finde es mega cool. Weil wir dadurch natürlich jetzt auch wissen, wo wer ist hier schon. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe.
drücken Sie, um das Waffenrad zu öffnen. Hat er geschluckt. Also ihr seht schon, das ist so ein bisschen auch auf Stealth aus. Hey Sie, Sir. Ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann, ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße, Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Experte für Superhelden. Er verdient mit Sicherheit bei der Polizei einkommen. Ja? Also was man so alles erfährt, wenn man so eine Kamera hackt, ne? Nichts, was Sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Wurde künstlich befördert. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Okay. Was ist Teufel? Was? Ey, filmt ihr das auch alle? Ich will diesen Ficker im Internet sehen. Gut, ich brauch keinen Ausweis. Kann ich hier was Lustiges machen? Lächeln wir zwar nett, es geht aber besser ohne. Hey Mann, ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na bitte. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt, wir haben Rechte. Warte mal eine Minute. Das Recht, wenn ein Foto reicht, um eins zu identifizieren, ne? Richtig. Zum Pflegeheim auf. Oh. Ja, hier bekommen wir einfach ein bisschen was mit. Gucken wir den nicht einfach auf. Ich hätte mehr später auf jeden Fall. Ben, die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abwickeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sind. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der linken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Ja, das können wir gut sein. Hey, Sie Allen? Ja, bin ich. Gibt's den Evakuierungsplan? Ja, haben Sie. Es gab einen isolierten Profi im Untergeschoss, als er wiegelte es ab. Damit habe ich kein Problem. Hier wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spieler braucht... Ja, und jetzt können wir halt so gewisse Sachen machen. Das finde ich immer ganz cool. Hey, gib mir Barry. Sag ihm, er soll mich zurückrufen. Es ist ein Notfall. So, und jetzt muss ich hier gucken. Jetzt machen wir mal aus hier, was? Machen wir mal Hello Darkness, my old friend. Zur Herstellung Fähigkeit, okay. Die habe ich doch. Degradiert. Wo
bist du, Jordi. Was? Weg! Habt ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es. Egal. Ich muss... Was ist schon gerade? Ich finde das immer so lustig. Hört Stimmen. Toastmaster. Hypoglykämisch. Untersteuert. Hat Familienvermögen verschleudert. Freiwillige Hälfte in das Umgekehrt. Das ist, da muss man den Hut vorziehen. Sammelt Autogramme. Mountainbike-Fan. Kampfsportler. Hat Termin für Haarentfernung. Okay. Also Friseur. Hat mehrere Schmerzmittelrezepte. Sammelt Andenken. Betreibt einen Motivationsblog. Hat Essensmarken beantragt. Okay. Crazy Stuff, was man hier so alles bekommt für die Leute. Keine Angst, wir werden das nicht dauerhaft so machen. Versteckt er sich? Hat ihn jemand gesehen? LS, wir haben ihn aus den Augen verloren. Er ist weg. Aber lange. Wie man ein Fahrzeug steuert. Beschleunigen, bremsen, Rückwärtsgang, Handbremse, nach hinten sehen, Kamera wechseln. Okay. Steuerung, Tastatur, Maus, Steuerung anpassen, hier. Wie kann ich das anpassen? Weil, oh, jetzt habe ich nicht gespeichert, ne? Doch, das speichert, okay, das ist gut. Dann machen wir das hier nämlich auch einmal. Nach links bewegen. Nach links bewegen. Nach rechts bewegen. Hacken kann ruhig Q bleiben, denke ich. Aber so kann ich besser Auto fahren. Also so komme ich besser mit damit klar einfach. Halt, rein da! Ja. Ich rufe Stärkung!
garantieren. Fahren Sie rechts ran. Ja, ich muss mich besser konzentrieren, auf das, was ich tue. Ja, mein Auto qualmt ja nur. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. Drücke M, um die Weltkarte zu öffnen. Drücken Sie um eine OK. Ja, das finde ich gut. Aber bin ich nicht da? Ich hab zwar ein bisschen unschön geparkt, aber... Ich hab sie in deinem Schrank gefunden! Was haben sie in wessen Schrank gefunden? Da hoch. Hier. Das hat jetzt lange gedauert, bis ich den Weg gefunden habe. Ein bisschen zu lange fast. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Vielleicht nicht so das professionellste Versteck. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Alles klar, Bad Boy. Skillpunkt erhalten, Fähigkeitenbaum öffnen. Ja, muss ich jetzt nehmen, witzigerweise. Ich hatte nicht so die Wahl.
Okay, also wir haben Versorgungspunkte. Wir haben 5 Stück noch. Ja, ich denke, Auto öffnen ist auch sinnvoll. Das möchte ich auch. Telefongespräche zu unterbrechen ist nur der Anfang. Ja, das könnte natürlich schon sehr praktisch sein, ne? Aber das vergesse ich safe immer. Ich denke, wir fokussieren uns erstmal darauf, dass wir das hacken können. Dann nehmen wir noch den Zusatzakku, den ersten, dass wir direkt auch mehr hacken können. Poller-System nehmen wir noch. Was ist das hier oben? Transformatoren. Und was ist das hier? Okay. Dann nehmen wir noch die Brücken oder die Hochbahn. Die Hochbahn, komm, wir nehmen die Hochbahn. Dann können wir auch schnell von A nach B kommen. Finde ich sinnvoll. Am Ende des 8. Mission beendet. Wir erhalten XP 100, das ist schon mal ganz gut. Gehen Sie schlafen, okay. Ruhen Sie sich in Ihren Verstecken aus. Wenn Sie sich ausruhen, ändern sich Tageszeit. Ihr Fokus wird aufgeführt und Ihr Spiel wird gespeichert. Außerdem wird Ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt. Während laufender Missionen nicht verfügbar. Hier haben wir auf jeden Fall eine Garderobe, wo wir uns umziehen können. Das wird uns jetzt noch nicht viel bringen. Weil wir natürlich noch keine Klamotten haben. Also würde mich zumindest wundern, wenn wir schon was hätten. Oh, Tatsache, wir haben sogar schon was. Kann ich mir auch angucken, wie das aussieht. Mal ein bisschen hier Kleider angucken, die wir haben. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich bis jetzt am besten. Die
Das ist so ein bisschen was anderes. Wie sieht das aus? Na komm, wir können ruhig auffällig rumlaufen, das ist mir relativ egal. Zeit einstellen. Ja, bis 6 Uhr morgens ist doch nur so eine schöne Zeit, oder? Ich mag das Outfit doch nicht. Wir müssen uns gleich wieder umziehen. Autsch. Ja, das Outfit sieht kacke aus. Ich will mich nicht an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. So, verlassen Sie das Motelzimmer. Ja, wenn ich was Nötiges anhabe, mit dem ich mich auch raustraue. Das ist okay, glaube ich, ja. Ja, oder? Ich weiß, ich verbringe viel Zeit mit... Also deutlich mehr als... andere Leute mit der Outfitwahl, aber schließlich... muss ich mir den Schei auch angucken, ne? Bringt ja nichts, wenn ich ihn nicht sehen kann. Wie sieht der hier aus?